Die Belastung der Intensivstationen ist noch immer enorm und viel zu hoch. Grundsätzlich kann man sagen, ist bereits ein Rückgang zu erkennen. Jedoch ist diese Situation als äußerst labil einzuschätzen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt mit Wissenschaftlern und Experten und Expertinnen aus diesem Fachbereich, aus dem medizinischen Bereich, eine Pressekonferenz, nennt dabei auch die generellen aktuellen Zahlen, aber natürlich fokussiert man sich hier auf die nächsten Wochen, insbesondere auf die Lage an den Intensivstationen. Da hat man als aktuelle Zahl bekannt gegeben, dass es im Vergleich zur vorhergegangenen Woche einen Rückgang der Auslastung von mehr als 100 Personen gibt. Das heißt, man liegt aktuell bei den vergebenen Intensivbetten bei 585. Und außerdem wurden natürlich auch die Ziele genannt. Einerseits möchte man wirklich schauen, dass man in den nächsten Wochen bei den Neuinfektionen in Richtung 1000 kommt. Ja, der Reproduktionsfaktor, der soll natürlich konstant bleiben. Aktuell liegt man da zwischen 0,81 und 0,84. Und bei der Auslastung der Intensivbetten möchte man die Zahl also unter 300 drücken. Wie bereits erwähnt, ist es natürlich nicht in allen Bundesländern dieselbe Situation. Es gibt einige Bundesländer, bei denen die Situation nicht so labil ist, eher schon konstanter, aber natürlich Oberösterreich und zum Beispiel auch insbesondere Tirol mit einer prozentuellen Auslastung der Intensivbetten von 83,1% ist hier trauriger Spitzenreiter. Da muss natürlich noch einiges geschehen. Ich habe bereits angesprochen, dass natürlich auch einige Experten, Expertinnen in diese Pressekonferenz mit einbezogen worden sind. Unter anderem hat sich auch Dr. Bernd Lambrecht, der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde vom Kepler Universitätsklinikum in Linz, zu Wort gemeldet. Er hat gemeint, man habe dort sozusagen die Auslastung bzw. der Lage der Intensivstationen unter Kontrolle, aber aufgrund von zwei Faktoren. Einerseits hat eine Umverteilung stattgefunden und andererseits hat man die Kapazität aufgestockt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat noch einmal einen Appell gerichtet, insbesondere natürlich im Hinblick darauf, dass die Weihnachtsfeiertage und Neujahr vor der Türe stehen. Er hat gemeint, man muss sich jetzt am aktuellen Tag stets bewusst sein, dass die Handlungen bzw. was heute getan wird am aktuellen Tag dann natürlich Auswirkungen hat, was dann in 2 bis 3 Wochen ist. Das ist natürlich schon ein Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage und auf Neujahr. Es ist ein eindeutiger Appell, den alle Experten, Expertinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die bei dieser Pressekonferenz mit einbezogen worden sind, natürlich teilen.